die alte Leier. Reaction-Videos nicht als solche kennzeichnen, die Leute mit dem Inhalt anderer auf den eigenen Kanal locken und sich dann hinter dem Zitatrecht verstecken. Man kennt es. Eine schöne Kollektion derartiger Dämlichkeiten bietet Standard-Skills Geist auf Kamera aufgezeichnet. Hier reagiert man innerhalb von charakteristischen 10 Minuten und 6 Sekunden auf die glaubwürdigsten paranormalen Geschehnisse der letzten Jahre. Da all diese schaurigen Vorfälle dummerweise immer mit einer Kartoffel aufgenommen werden, gibt das Video für das kleine Vorschaubild leider nicht viel her. Aber das kriegen wir schon hin. Nichts peppt das eigene Thumbnail besser auf als spontan rausgesuchte Geister-PNGs, die mit minimalem Aufwand in das Bild kopiert werden. Unheimlich, wie sehr sich die Auflösung des Geistes vom Rest des Bildes unterscheidet. Aber da hört es nicht auf. Man war sogar so motiviert, dass man nicht einmal das Video heruntergeladen hat, um ein Standbild als Thumbnail zu benutzen. Man hat einfach den gerade laufenden YouTube-Player gescreenshottet und dabei noch die Hälfte des Videotitels mitgenommen. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Und jetzt wird es absurd. Standard Skill verlinkt alle Videos, auf die er reagiert hat, in der Beschreibung, was wirklich gut und löblich ist. Gleichzeitig gibt er aber ein Video als Inspiration an, das definitiv nicht seine Vorlage ist. Auch er nimmt die meisten Videos von Top 5 Central wie so viele andere deutsche Kanäle auch. Neben Standard Skills über 20-facher Erwähnung, wie gruselig das alles doch ist, bleiben seine Kommentare auch sonst ziemlich dürftig. Er sagt nichts, was das Video nicht auch ohne ihn sagen würde. Es braucht also gar keine unterhaltsame oder informative Reaktion. Solange das Ursprungsmaterial passt, ist man schon mal auf der sicheren Seite. Doch am Ende bleibt die Frage an Standard Skill dieselbe. Was war zuerst da? Das Logo oder der Schreibfehler?